Hallo und ganz herzlich willkommen zu IDEAS Daily TV. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte zum Wochenauftakt, gestützt von überraschend positiven Konjunkturdaten, Kursgewinne. Der DAX schloss 0,47% höher bei 10.761 Punkten. Schauen wir uns die Details an. Der Blick auf die Charttechnik folgt. Der DAX präsentierte sich gestern im frühen Handel sehr fest. Er sprang zur Eröffnung über die vom Augusthoch ausgehende Abwärtstrendlinie und kletterte noch in der ersten Handelsstunde über das Hoch bei 10.802 Punkten. Bei 10.820 Punkten endete das Kaufinteresse in der zweiten Handelsstunde. Unterhalb dieses neuen Jahreshochs ging der DAX zunächst in den Konsolidierungsmodus über. Zum Handelsschluss geriet er dann deutlicher unter Druck und näherte sich dem zur Eröffnung gesehenen Tagestief an. Der Rückfall unter das Augusthoch per Tagesschluss sowie eine im Tageschart geformte Shootingstar-Kerze mit ausgeprägtem oberem Schatten sind kurzfristige Belastungsfaktoren. Eine ausgeprägtere Konsolidierungsphase unterhalb des gestrigen Hochs sollte daher eingeplant werden. Erst ein Tagesschluss über 10.820 Punkten würde die negative Aussage des gestrigen Fehlausbruches beseitigen. Wir schauen auf vier Produktideen hierfür von Ralf Fayat. Wir starten mit einem Turbo Classic Bull Zertifikat, die WKN CE3 S27, die Basis 10.425 Punkte. Dann ein Call-Optionsschein auf den DAX, hier lautet die WKN CN7 YGQ, die Basis 10.800 Punkte. Wenn Sie eher mit fallenden Notierungen rechnen, dann hätten wir ein Unlimited Turbo Bear Zertifikat. Die WKN lautet hier CE3 HFM, die Basis 11.725,50 Punkte oder ein Put-Optionsschein auf den DAX. Hier die WKN CN7 YN1, die Basis 10.800 Punkte. Wie gewohnt blicken wir jetzt an dieser Stelle der Sendung nach Frankfurt zu unserer Korrespondentin Viola Grebe. Guten Morgen, Viola. Wie sieht es heute aus mit den Vorgaben für den DAX? Guten Morgen aus Frankfurt. Es sieht freundlich aus. Es sieht danach aus, als könnten wir die positive Stimmung von gestern noch so ein Stückchen mitnehmen. Wir haben ja gestern ein neues Jahreshoch markiert, sind aber eben nicht ganz so hoch aus dem Handel gegangen. Aber im Moment sieht es danach aus, als würde der DAX zumindest probieren, eben wieder zumindest in Richtung der 10.800 zu laufen. Vielleicht nicht gleich für den Start, aber es sieht nach grünen Vorzeichen aus. Die asiatischen Vorgaben, die sind heute Morgen ein bisschen gemischt. Den Hang Seng und den Shanghai Composite, den haben wir so ein bisschen schwächlich gesehen, aber dafür der Nikkei. Der konnte ganz ordentlich zulegen. Hier war der schwächere Yen-Hintergrund. Ja, und von der Wall Street gestern auch recht gute Laune. Der Dow ist mit einem Plus von 0,4% aus dem Handel gegangen. Positives hier von der Stimmungslage aus der US-Industrie. Und gestern waren es ja bei uns auch gerade die Einkaufsmanager-Indizes für die Eurozone, die für gute Stimmung gesorgt haben. Gucken wir mal, ob heute der IFO-Index, den gibt es um 10, eine ähnlich positive Wirkung entfalten kann. Aber für den Start sieht es auf jeden Fall nach grünen Vorzeichen aus. Vielen Dank nach Frankfurt, Viola. Wir machen weiter mit der Marktidee. Die Talanx-Aktie, die bewegt sich seit 2014 seitwärts in einer Range zwischen 23,20 Euro und einem Allzeithoch bei 31,72 Euro. Ausgehend vom Jahrestief bei 23,59 Euro im Februar hatte die Aktie einen dynamischen Kursschub bis 30,59 Euro vollzogen. Es folgte eine dreiwellige Korrektur bis 25,20 Euro. Seit Juli bildete sich oberhalb dieses Korrekturtiefs ein ansteigendes Dreieck aus. In der vergangenen Woche gelang der Ausbruch auf der Oberseite. Der gestrige deutliche Kursanstieg bestätigt den Ausbruch und könnte eine Beschleunigungsphase einläuten. Das technische Bias bleibt mittelfristig bullisch, solange der Support bei 27,41 Euro hält. Prozyklische Anschlusskaufsignale entstünden über 28,80 Euro und 29,11 Euro. Die Zielzone lautet dann 30,38 Euro bis 30,59 Euro. Auch hier wollen wir auf Produktempfehlungen von Ralf Fayat blicken. Wir starten mit einem Best Turbo Bull Zertifikat, die WKN CD2 Z2F, der Preis 50 Cent. Und ein Call-Optionsschein, hier die WKN CD77WK, der Preis 27 Cent. Das war also die Marktidee, heute Talanx. Wir schauen noch auf die Termine des Tages. Um 10 Uhr wird, wir haben es von Viola Grebe gehört, der IFO-Geschäftsklimaindex für den Oktober vorgelegt. Um 13.30 Uhr gibt es das Q3-Ergebnis von General Motors. Um 15 Uhr wird dann der Case-Shiller-Hauspreisindex für den August in den USA vorgelegt. Und ebenfalls aus den USA gibt es um 16 Uhr den Index des Verbrauchervertrauens für den Oktober. Und um 22.30 Uhr dann die Q4-Zahlen von Apple. Und wir sehen uns morgen früh wieder mit IDEAS Daily TV. Bis dahin, machen Sie es gut.